Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu die Sims 4, die My Life is and Legacy Challenge. Wir haben früh morgens und wie jeden Wochentag wird Mel auch ihre Arbeit erledigen und das heißt, wir werden, ein bisschen indirekt shoppen fahren. Natürlich reisen wir alleine. Die anderen beiden sind ja einmal in der Schule und einmal auf Arbeit. Und ich würde sagen, können wir irgendwo noch andere mal sehen? Von hier aus. Wir können ja immer das Gleiche nehmen. Das ist ja doch immer da. Erholungszentrum. Nein. Ankerpunkt Zuflucht. Ankerpunkt Bibliothek. Doof. Wir haben bloß einen Park, Urlaubsmietobjekt, die Bibliothek, Teetreff, Auditorium und die Reise. Hier hat man glaube ich auch nichts. Bibliothek und Bar. Doch mal was los sein, oder? Die Bar, ein Park und Urlaubsmietobjekt. Hier was? gemeinschaftlicher Platz in der Bar und in gemeinschaftlicher Platz. Naja, dann wird uns ja fast nichts anderes übrig bleiben. Wir können ja mal hier hin. Also, das sind alles Einkaufszentren. Lindenburg. Ist hier sowas wie eine Bibliothek? Einfach mal dahin. Seht ihr, ob das überhaupt geht? Renn! Kleines! Ah, Bushi. Gut, ich glaube, da kommt nicht so viel. Das hier eigentlich? Hier rennt ein Ritter rum? Nehmen Sie einfach mit. Bushi. Zorpum. Ha. Mal sehen, was das ausmacht. Was das finanziell ausmacht. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir zum Sport. Und ja, ich wurde gefragt, warum Mel mit anderen. Na, Pool haben wir selber. Warum Mel mit anderen Liebesbalken hat. Ganz einfach, sie musste ja am Anfang anfangen, ein bisschen zu flirten. Und dann wurde mal dort geflirtet und oh nein, der ist keine Beziehung. Und dann wurde dort geflirtet und oh, der hat auch keine Beziehung. Wir brauchten ja einen, der schon vergeben ist. Moin! Oh. Ja, ich würde sagen, wir gehen auch mal aufs Laufband. Das heißt für Mel, aber sie muss rundherum rennen. Oh. Also hier finde ich das total albern gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich muss wirklich hier rundherum rennen, dass sie dort kommt. Lang geht's los. Oh. Oh.
So, dann schauen wir mal, was können wir denn hier? Entspannung suchen? Was? Man hat beim Training, Kochen und Handwerken eine Reihe tollpatschiger Fehler gemacht. Von mir aus? Oh! Halt tollpatschig! Oh. Ah, so, so. So. Ah, the body. So, trainieren, das war durch friedliche Umgebung. Ach so, wegen uns. Oh, Ina. Ah, we may. Ich trottel. Alles. Ja, Mel, dann kannst du dich hier noch ein bisschen mit Leuten anfreunden. Vielleicht wird das deine beste Freundin. Buddy geht gerade weg. Aber vielleicht kommt ihr zwei gut miteinander klar. Lamina Galpa Watini. Lissarak. Nulitz. Ah, Wavine. Shushay. Abshani, Binaroo, Blafabla, Kiran, Vosh, Saquinario, Shabe, Simona, Sero. Ach, ich hab Angst vor Gewitter. Warte mal, hatte die nicht noch Punkte? Aha. Vier Punkte waren, das war das noch. Farva. Ich dachte, ich habe bei der das auch rausgenommen. Tausend. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Penne. Ah, Gobi Gob. Clevite Gama. Grinoi Bars. Palka Pinar. Bonsai Zivka. Dimpish. Na gut, Mel, ich würde aber sagen, du musst langsam nach Hause. Gana Benu. Quafika Abimo. Ah, Chilu. Seneke. Belindi. Soso. Ooh. Farpasa Essenoi. Trofa. Bahushu Foibi. So Woda Bini. Farpasa Kampo. Ich würde mich auch unwohl fühlen, wenn so viele mir zugucken würden beim Sport. War nicht ernst. Okay, aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt mal sagen, ja, wir sagen jetzt mal auf Wiedersehen und melden uns nach Hause. Denn Ibi kommt gleich nach Hause. Und wir wollen ja gucken, was wir fort. Oh, ich mag diesen NPC-Sim. Diesen Townie. Ich liebe den. Das ist toll. Den hätte ich mir eigentlich auch angeln können, ne? Vorher auch vergeben. Ja, toll. Na, jetzt hab ich Jane. Hi, Mel. Was? Wir schauen erstmal schnell, was wir ergattert haben, wie viel Simoleon uns das ausmachen. Wir müssen nämlich langsam wirklich Geld sparen. Naja, immerhin. Ja, immerhin. Immerhin. Das heißt, wir müssen sowieso mal gucken. Ich bin immer am Überlegen, ein leeres Grundstück mir zu kaufen oder ein Grundstück mit schon einem besetzten Haus. Ich möchte ja, dass Ibi auszieht bei Zeiten. Jetzt bin ich aber halt am Überlegen, ob ich bei Ibi wirklich warte, bis wir erwachsen sind, obwohl es eigentlich alles schon im Jugendalter anfängt. Und ich mich wirklich auf Ivy konzentrieren muss, sobald sie jugendlich wird. Ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4 Tage. Wenn wir es dann noch eine Woche laufen lassen. Und dann... Ich würde jetzt gern mal kurz in dem
Welten verwalten gehen. Ich muss das jetzt gucken. Wir gehen jetzt mal in Welten verwalten. Wir gehen speichern und Welten verwalten. Für Eevee gibt es kein richtiges oder richtigen Plan, wo sie hinziehen soll. Bei ihr liegt der Hauptaugenmerk auf was anderem. Aber rein von dem Film her gesehen ist Eevee ja die Tochter der bösen Königin. Und ein kleiner Spiegelaffe, beziehungsweise achtet sehr auf ihr Äußeres. Das heißt, ich hätte sie gerne in eine Stadt, in der sie nicht auffällt. Was haltet ihr davon? Ich könnte mir natürlich jetzt auch ein Haus aus der Galerie raussuchen und das dort hinsetzen. Wird definitiv teurer. Definitiv. Könnten sie aber auch ganz klassisch in Willow Creek. Müssen wir natürlich jemanden rausschmeißen, ob wir holen das hier hinten. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Oasis Springs wäre eher was, muss ich ehrlich sagen, für Jay. Und Uma eher Sulani. Dann haben wir aber noch Strangerville. Und ich weiß, dass Carlos, glaube ich, nach San Myjuno soll. Das wäre auch was. Hier haben wir aber ein leeres Grundstück mit 50x40. Das ist riesengroß. Das ist mir zu groß. Das heißt, ich denke, ich werde eins von den beiden nehmen, dort jemanden ausziehen lassen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns so eins leisten. Definitiv nicht. Noch nicht. Wie gesagt, wir könnten auch ein kleineres Haus hier hinsetzen. Das Problem an der Sache ist, die kosten dann natürlich trotzdem einen Haufen. Wenn ich jetzt meine eigenen Häuser, die ich hier so rummanöbern sehe, denke ich bei Eevee an sowas. Dieses Ding kostet aber 217.000. Ich denke bei Eevee an prunkvolle Häuser, an viel, an viel eben. Ich würde auch sowas feiern für Eevee. Kostet 77.000. Sowas. Hammer. Ich will, wie gesagt, für Eevee was Prunkvolles. Also, ich sag mal so, ich kann es mir ja überlegen. Wenn ich es schaffen sollte, so viel Kohle zusammenzusparen, dass ich das quasi platziere auf dem Grundstück. Wir können ja schauen, wie viel zusammenkommt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir 100.000 übersteigen. Niemals, never. Sowas. Total herrlich. Aber da muss halt echt viel Kohle rumkommen. Das ist das, wo ich denke, das schaffe ich einfach nicht. Vom Finanziellen her. Ich habe genug Häuser. Davon mal abgesehen. Die sind halt alle schweinteuer.
sind alle Schweine teuer. Nein, das ist nicht Standard teuer. Vielleicht wäre auch sowas. Das ist auch wieder. Na gut. Also ihr wisst jetzt ungefähr mein Gedanken. Jetzt muss ich auch feiern. Ihr wisst jetzt meinen Gedanken. Und wir schauen mal, wie viel wir zusammenkriegen. Auf jeden Fall kommt Ivy auf dieses Grundstück. Punkt. Aus. Ende. Sie wird dorthin ziehen. Das sind die Promis. Dort wollen wir gar nicht unbedingt hin. So weit sind wir noch nicht. Aber dieses Grundstück wird Ivy ihres. Und je nachdem, wie viel Kohle Ivy dann nun mitnehmen darf, werden wir das Haus kaufen. So, das hat sich so verändert, ey. Sie könnte auch gleich nebenan ziehen. Wäre auch nicht so schlimm. Dann sind ja. Kommt die vielleicht jeden Tag vorbei? Na, das will ich auch nicht. Möchte schon in eine andere Stadt, um einfach auch andere Leute kennenzulernen und andere Gegebenheiten. Und vielleicht gewittert es nicht den ganzen Tag. So, Jaden ist noch bei der Arbeit. Wir müssen uns um Mel kümmern. Mel hat ein Hüngerchen. Kann Mel mal hier den Rest essen, ein Gericht nehmen. Los geht's, Mel. Es ist ein hartes Stück Arbeit bis dorthin. Aber vielleicht kriegen wir ein bisschen was zusammen. Wir werden mal schauen. Oh, Pan and Ayola. Ercheaten werde ich definitiv kein Geld. Ach, und wir müssen ja dann auch noch das Kinderzimmer komplett leeren. Und ein neues Kinderzimmer, quasi das andere Schlafzimmer hier hinsetzen, weil es kommt ja darauf an, wie lange Ivy dann noch zu Hause bleibt. Vielleicht mache ich es auch so, dass Ivy wirklich bis zum Ende da bleibt. Wir werden sehen. Muss mich noch ein bisschen um Mel kümmern. Das ist ja das Nächste. Sie muss ja noch... Können wir eigentlich gleich mal machen, Magie üben? Damit wir das endlich auch schaffen. Aha. Haben wir funktionale Magie. Genau. Wo auch immer du jetzt hin möchtest, üb einfach. Mit dem Zauberstab! Mel? Willst du mich verarschen? Ich will jetzt Magie üben. Spring. Danke. Oh. Whoa. Aber spätestens, wenn Ivy erwachsen ist, wird sie ausziehen. Und ich glaube, bei Carlos ist es sogar so, der wird ausziehen, wenn er Teenager ist. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, so war es. Unternehmensberatung. Jaden wurde von einem kleinen Industrieunternehmen kontaktiert, das in der Presse aufgrund seines schlechten ökologischen Fußabdrucks kritisiert wurde. Sie haben einen interessanten Vorschlag und suchen einen Berater, der ihre Pläne abzeichnet, bevor die öffentliche Kampagne gestartet wird. Als sich Jaden die Pläne ansieht, stößt er auf einige fehlerhafte Daten, aber sein Kontakt möchte die Sache schnell abschließen und bietet ihm eine ordentliche Geldsumme, wenn er die Ungenauigkeit übersieht. Nein. Mit seiner Überzeugungskraft konnte Jaden das obere Management des Unternehmens davon überzeugen, sich Gedanken über die ökologischen Fußabdruck zu machen. Umweltbewusstsein wurde sogar als eine der Säulen des Unternehmens hinzugefügt. Leistungsverbesserung groß. Vielleicht haben wir Glück, Jaden. Ne? Sieht's denn aus? Anscheinend hat Ivy Probleme in der Mathematik. Sie kommt nicht über die 1 hinaus. Glückwunsch. Sehr schön, Ivy. Sehr schön. Ja, ist erstmal was? Ist völlig in Ordnung. Darfst du. Muttern ist gerade ja nicht fertig. Hier, Blinkups. Blinkert schon eine ganze Weile, ne? Ja.
So. Dann ist aber auch. Ivi? Essen? Ivi? Bei denen ist es warm, bei uns ist es warm. Oh. So jetzt an meinem Aufnahmetag ist Sonntag, der 21.07. Mein Schlafzimmer ist zwar angenehm, aber ich glaube draußen sind gefühlte 35 Grad. Und in der Sonne verbrenne ich mir die Füße. Ich laufe gerne barfuß rum. Hier, Ivi, du kannst gleich mal aufräumen. Na, Fräulein? Räumst gleich alle Teller bitte weg? Oh, hier klopft jemand. Oh, Ralf! Der Papa ist zu Hause. Papa hätte Hunger, aber Papa geht. Kriegt nichts zu essen. Das haben wir jetzt ersetzt. Natürlich hat der Vater noch ein bisschen Geld mitgebracht. Und ich würde sagen, da ich denke, er muss Logik besonders hoch haben. Also ich bin ja daran interessiert. Dass er dann später mal in den Filmen waren die zwei ja auch als gute Freunde. Und dann so. Lebo. Oh. Nein, du lässt ihn in Ruhe. Gott verdammt ich noch eins. Kümmer dich um deinen Scheiß. Diese Frau macht mich wahnsinnig. Hier, es ist gerade noch schönes Wetter, da kannst du hier experimentieren. Oh, guckt mal, es ist schon wieder soweit. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Feierabend für heute. Ihr wisst jetzt meinen Plan für Ivy. Wann sie nun genau ausziehen wird, das werden wir dann vom Geld abhängig machen. Weil, wie gesagt, sie braucht eine Unterkunft, ein schönes Haus. Ich möchte auch ein bisschen Platz haben für sie und ich habe so genau so ein bisschen was im Kopf. Ich kann nicht gut Häuser bauen, ihr seht ja, wie das Haus aussieht. Aber ich nehme auch ein anderes Haus. Ich schmeiß quasi die Townies raus und setze mich dort rein. Je nachdem aber auch, in welcher Preisklasse wir das machen können. Und da die zwei noch relativ jung sind als Eltern, können sie auch ohne Simoleons ein, zwei Tage überleben. Da Jaden arbeiten geht, ist das völlig in Ordnung. So, genauso würde ich das machen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge von die Sims 4, die Maleficent Legacy Challenge. Bis dahin, ciao!